Ja, moin, moin, meine Fußballfreunde, meine Tippfreunde. Der erste Spieltag der Bundesliga, der zweiten Bundesliga muss ja wieder getippt werden. Und wir wollen es mal kurz und bündig machen. Wir fangen mal an. Freitagabend spielt in Nürnberg gegen Arminia Bielefeld. Der Nürnberg hat sich erstmal verabschiedet von oben. Da muss der Trainer sich auch was einfallen lassen, der muss auch mal wieder gewinnen. Dann haben wir Arminia Bielefeld, die da in der letzten Sekunde, kann man schon sagen, das 1-1 gegen bei Tom und Darmstadt. Und war auch nicht schlecht. Haben natürlich den Bonus mit dem neuen Trainer. Also wunderbar gekämpft. Das 1-1 ging auch in Ordnung. Ja, und Nürnberg zu Hause natürlich, das kann man ganz schlecht schätzen. Ich würde sagen, das wird ein 1-1. Ja, dann haben wir das Nordderby. Die Kieler Störche gegen den HSV, da muss man natürlich eins sagen, dieses Geschwafel von Angstgegner, das ist bei Peter Dietz nicht drin, bei Helm Peter Dietz nicht drin. Also als Hamburger ein Angstgegner. Also das ist das Gleiche, als wenn ich hier sage, ich habe Angst, wenn ich jetzt jemand von den Stangen schubse. Dann habe ich auch keine Angst. Also wir fahren nach Kiel hin mit der vollen Kapelle, bis auf unseren Heil der fehlt. Wir haben alle Mann an Bord, haben alle gut trainiert, sind alle gut drauf. Jetzt muss man sehen, ob er Kittel spielen lässt oder beide oder den Benes alleine. Das werden wir sehen. Wir haben eine gute Truppe, wir fahren da optimistisch hin. Und wenn das denn nicht klappen sollte, die werden ja wieder Mauern Kiel, so tippe ich sie ein, dann haben wir ihn Pech gehabt. Aber das Spiel verlieren wir nicht, sondern das gewinnen wir. Da tippe ich mal drauf. Wir haben jetzt ja auch eins, wir können jetzt, wenn unser Jänner jetzt ein bisschen Probleme hat gegen den gegnerischen Verteidiger, dann kommt doch jemand anders, dann kommt ein Mönchi. Granaten rechts oder links außen. Dann haben wir unseren kleinen Belgier, unseren Franzosen aus Belgien. Also wir können wechseln und tun und machen, was wir wollen. Dann haben wir Timmy immer noch draußen als Geheimwaffe mit Timmy Leibold. Also ich weiß nicht, warum alle schon wieder negativ reden. Angst geht nachher. Ich nicht. Also ich muss schon sagen, wir sind jetzt auch mal dran, Kiel. Auch wenn noch viele HSVer spielen, ist mir auch egal. Wir wollen dieses Jahr aufsteigen und müssen in Kiel punkten. Da gibt es keine Diskussion über. Deswegen sage ich auch, dass wir das Spiel 3-1 gewinnen. So ist es. So, dann wollen wir sehen, was weitergeht. Aber wie gesagt, das ist nur so. Also ich rede ja auch da nicht mehr lange von. Wir müssen dahin fahren und gewinnen. Alles klar. Nur der HSV. Tschüss, ich hau rein ins Tango. Und an meine Kieler Freunde, ihr seid irgendwann mal dran und jetzt seid ihr dran.